Hi Leute, hier ist Heikarp Christian. Wahrscheinlich habt ihr dieses Foto hier schon gesehen. Das hat eine Nutzerin auf Twitter geteilt von einem veganen Menü, das sie in einem Restaurant bekommen hat, das sich angeblich nicht auf Veganer spezialisiert, aber die vegane Gerichte hatten. Und ich glaube, ich brauche euch nicht zu sagen, dass so ein Teller voll mit geschnittenen Tomaten und Zwiebeln für 8 Euro kein Menü ist, das ich akzeptieren würde. Ich würde das zurückgehen lassen. Und hier sind meine Tipps aus 5,5 Jahren Veganismus, damit euch sowas nicht passiert. Geht in vegetarische und vegane Restaurants. Das klingt jetzt nicht besonders spektakulär, aber vegetarische und vegane Restaurants sind immer noch die allerbeste Anlaufstelle. Die wissen, was die Begriffe bedeuten. Das ist schon mal das Erste. Die können sich selber was darunter vorstellen, was es so an veganen und vegetarischen Sachen gibt. Die wissen zum Beispiel auch, dass Eier nicht vegan sind. Die wissen zum Beispiel auch, dass Milch nicht vegan ist. Oder dass, wenn man das Fleisch wieder aus einer Suppe rausholt, dass die Suppe dann auch nicht auf magische Art und Weise vegan wird. Um diese Restaurants zu finden, rate ich euch an, die Webseite Happy Cow einmal zu checken. Ich habe die euch unten verlinkt. Die haben auch eine App und damit haben wir auch alle unsere veganen Restaurants in China gefunden und in Südkorea gefunden und in Russland gefunden. Die App funktioniert anscheinend irgendwie überall und da könnt ihr auch bewerten. Das heißt, ihr wisst immer direkt, ne, ist das Restaurant gut? Ihr könnt die Adresse sehen, ihr könnt eine Karte sehen. Total super die App. Und die unterstützt damit natürlich auch meistens kleinere Gewerbe, die aus ethischen Gründen vegan sind und es nicht nur wegen des Geldes machen. Sucht euch größere Ketten und bleibt bei denen. Es gibt immer so ein paar größere Systemgastronomieketten, die inzwischen auch vegane Sachen auf der Karte haben. Alex ist so ein Beispiel dafür. Die gibt es in Essen, die gibt es in Hamburg, die gibt es in Berlin. Und wenn man dann da einmal war und ausgecheckt hat, ja, okay, was haben die Veganers auf der Karte, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es in einem anderen Alex-Restaurant genau das gleiche gibt. Bei Vapiano gleicher Fall. Und somit könnt ihr euch mit sicher gehen, dass ihr schon, wenn ihr da reinlauft, wisst, okay, das und das ist da vegan. Die haben auch sogar meistens ihre Karten online. Und das ist einfach so ein gewisser Standard. Wenn ihr also irgendwie unkreativ seid und nicht großartig nachdenken wollt oder mit Freunden irgendwo hingehen möchtet, was vielleicht auch so mehrheitskompatibler ist, dann würde ich euch raten, einfach in eine von diesen Ketten zu gehen. Sprecht euch vorher mit dem Restaurant ab. Wenn ihr in irgendeinem Restaurant eingeladen seid, zum Beispiel wegen eines Geburtstages oder einer Hochzeit, dann ruft vorher einfach an und fragt, was vegan ist. Das macht ihr am besten irgendeiner Uhrzeit zu irgendeiner Uhrzeit, wenn das Restaurant jetzt nicht großartig irgendwie voll ist oder so, dann jetzt nicht Hochbetrieb herrscht. Und dann ja, würde ich auf jeden Fall auch nochmal erklären, was das Wort vegan bedeutet, weil das ist ja irgendwie, dass manche Leute nicht verstehen, dass Eier nicht vegan sind oder die verwechseln das mit vegetarisch oder verwechseln das mit sonst was. Und da müsst ihr dann aber letzten Endes halt immer Vertrauen haben. Ihr müsst wirklich immer Vertrauen haben, dass die euch da jetzt nichts unterjubeln, dass die wirklich das genauso machen. Ich hatte auch schon mal vegane Gerichte, die sowas von nach Butter geschmeckt haben, dass das auch kein Albaöl gewesen sein kann, sondern das war dann einfach Butter, das hat man halt rausgeschmeckt. Und da denkt man sich schon manchmal so, Dankeschön dafür. Aber wenn es nicht anders geht, dann ruft wirklich vorher an. Denn ihr habt immer schlechtere Karten, wenn ihr einfach so da auftaucht und euch dann wirklich irgendwas zusammenstellen müsst. Irgendwie, ja, ich hätte gerne den Salat hiervon, aber ohne dies und ohne das und bla bla bla. Das geht zwar auch, aber geht aus meiner Erfahrung ziemlich oft nach hinten los. Das waren also meine schnellen Tipps, wie man so ein Gericht hier vermeiden kann. Gericht. Wenn ihr weitere Tipps habt, dann teilt sie gerne unten in den Kommentaren. Ich gehe inzwischen eigentlich fast nur noch in vegane Restaurants oder halt in irgendwelche Ketten. Also ich gehe so selten in irgendwelche kleineren Restaurants, die nicht vegan sind, dass ich da nicht wirklich viel zu sagen kann. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen sollt, dann könnt ihr mich hier jetzt gerne abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schätze ich mal. Bis dann.